Du hast dann daran festgehalten, obwohl dir abgeraten wurde. Und Ja, ich hast war das. überzeugt, der Gegenstand hat mich neugierig gemacht und fasziniert. Also je mehr ich die Themen kennenlernte, die damals behandelt wurden, die betrafen beinahe sämtliche Bereiche, nicht nur des akademischen Lebens. Die Erfahrung, worüber eben disputiert wurde, das hat mich zur Überzeugung gebracht, dass hier eine Forschungslücke vorhanden ist, die unbedingt gefüllt werden müsste. Und unabhängig jetzt von den wissenschaftlichen Interessen, die hätten dafür sprechen können, es zu tun, war es die persönliche Neugier, die Themen kennenzulernen, sich mit ihnen zu beschäftigen und vor allem eben auch vom literarischen Kanon mich etwas zu entfernen. Mein Interesse war nicht jetzt, nachdem die Interpretation der naiven und sentimentalischen Dichtung in differenzierten Formen ins Wasser gefallen war, nun mich weiter mit Themen zu beschäftigen, die allzu bekannt waren. Die Schwierigkeit war natürlich dann eben innerhalb der Germanistik einen Platz zu finden, auf welchem man unabhängig von germanistischen Themen diesen Gegenstand behandeln konnte. Denn es ging hier ja eben nicht bloß um Themen, die den Germanisten interessieren könnten, sondern es war eine Auswahl von Gegenständen von beliebigem historischem Interesse gegeben. Und es ging natürlich deswegen auch darum, wenn man überhaupt über eine Bibliografie hinauskommen wollte, dann Fragestellungen zu entwickeln, eine klare Vorstellung und ein Thema zu bekommen, das man behandeln wollte, und da entstand in der Tat die Qual der Wahl. Nun, ich bin ja denn nicht über die Bibliografie philosophischer Dissertationen deutscher Universitäten, eigentlich müsste es genauer heißen, deutscher hoher Schulen hinausgekommen. Das auch, weil du den Umfang unterschätzt hast, also die Menge an Schriften. In der Anfangszeit ging ich davon aus, dass die Bibliografie ungefähr 2000 Titel umfassen sollte. Schweizer hohe Schulen, auch die Universität Basel, klammerte ich aus. Aber ich merkte bereits während den Recherchen in der Universitätsbibliothek Basel, hier hatte ich meine Arbeit begonnen, in der Nähe also, dass mit viel mehr Texten zu rechnen war, und diese Vermutung hat sich dann auf einer längeren Bibliotheksreise, die auch mit einem kleinen Stipendium unterstützt wurde, bestätigt, und am Schluss kam dann, ohne dass die Bibliografie selbstverständlich vollständig geworden wäre, fast 10.000 Titel So, wir haben zusammen. ja ein Exemplar deiner Dissertation haben wir hier. Also das sind fast 10.000 Titel gegenüber den ursprünglichen 2.000 bis 3.000, mit denen du gerechnet hast. Und die Dissertation erschien in welchem Jahr? Die Dissertation erschien, wenn mich mein schlechtes Gedächtnis für Ah, die nein. Jahrzahl nicht im Stich lässt, 1982. 1982 wurde publiziert, ja. Und die wurde so, wie sie ist, akzeptiert. Die Dissertation wurde dann in der Form, in der ich sie abgeliefert habe, akzeptiert. Selbstverständlich wurden die Titel mit einem lateinischsprachigen Sachregister erschlossen, was den Dokumentationswert dieses Werks erhöhte. Und ich habe in einer entlegenen Zeitschrift einen Aufsatz veröffentlicht, in dem ich den Quellenwert der frühneuzeitlichen
Dissertationen behandelte und sie, damals allerdings noch etwas zögernd, der Wissenschaftsgeschichte zur Interpretation empfahl. Und dieser kleine Aufsatz, zusammen vielleicht mit einer längeren Rezension des Werks von Kapitza und einem weiteren Aufsatz zu einem Kapitza nicht bekannten Text zur Rezeption der französischen Göchel, ist die Dissertation, ist die Fleißarbeit dann vom zuständigen Basler Germanisten, Dank sei ihm heute noch, als Doktorarbeit angenommen worden. Dies wider Erwarten und zunächst auch ohne seine Zusicherung.